So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von RimWorld. Wir lassen mal hier die Zeit vorspulen, bis dass der neue Tag anbricht. Und dann schauen wir mal, was wir machen, denn Travis ist jetzt zwar ein prädestinierter Fernkämpfer. Oh, es gibt kein Licht heute. Doch. Ach so, nee. Das ist das mit den Geräten. Die Frage ist, was wir jetzt bauen, was wir jetzt machen, was wir jetzt tun. Denn Travis muss natürlich jetzt die Aufgaben weitestgehend auch übernehmen von Tex. Das heißt, wir müssen ihm auch den Bergbau übergeben. Denn wir müssen natürlich unsere Kolonie weiterentwickeln und weiterformen. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach mal den Befehl ausrufen, hier noch ein bisschen besser auszubauen. Das sollte eigentlich reichen, so die kleine Nische. Ah, das sollte reichen. Beziehungsweise hier mal das weg und das weg, dass wir mal einen schönen Raum haben. Da kann er jetzt eh mal dran werkeln. Halifax kümmert sich derweil wieder um das Futter und um, ja, den Rest. Ja. Ja, Bär, kannst dich gerne bedienen. Ist gratis. Okay, ein Raumschiff ist abgestürzt in der Nähe von uns. Der Bär macht mir ein bisschen Sorgen. Die ganzen Kleintiere hier. Das ist alles ein bisschen gefährlich. Und darum gibt es ja auch diesen Safe-Raum für die Tiere. Da wo ich sie zur Not dann einsperre. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir könnten uns wieder ein bisschen mit Halifax darum kümmern,
den Haushalt an Heilkräutern aufzustocken, aufzufüllen. Insofern welche vorhanden sind, aber da haben wir eh genügend. Da werden wir einfach mal ein paar zum Ernten freigeben. Natürlich nur alle, die in der Wachstumsphase schon über 90% sind, weil da haben wir die höchste Chance, eben welche rauszukriegen. Bereit zu ernten, bereit zu ernten. Oh, das war jetzt nichts. Aber das sollten jetzt mal einige sein. Und das sollte auch zumindest Halifax mal ein bisschen beschäftigen. Denn immerhin ist sein Freund gestorben an einer Wundinfektion. Also solltet ihr das mal haben, dann bitte schleunigst einen Arzt aufsuchen. Es könnte um Leben und Tod gehen. Insofern dieses Spiel glaubwürdig ist und ich bin jetzt kein Doktor. Was ist das? Ah, uns besucht jemand. Vielleicht schließt er sich an und bleibt. Vielleicht. Ich habe vor mir ein Lenkrad aufgebaut. So, dann verhandle mal. Mit dem Stoff. Okay. Gladius, das brauchen wir auch nicht mehr und das brauchen wir auch nicht mehr. Die Kräutermedizin, die behalten wir uns natürlich und die AK, die werden wir uns vermutlich auch behalten. Jetzt schauen wir einfach mal, dass wir hier die Kohle in trockene Tücher kriegen. Man kann natürlich auch diesen jungen Herrn hier kidnappen und einsperren. Nur das Problem dabei ist, dass man halt in der Gunst der anderen Fraktionen sinkt und das Ganze dann halt nicht mehr so toll ist. Es gibt viel zu tun. Nach wie vor. Eine Rettungskapsel wäre jetzt gut. Also Personal ist auch extrem wichtig, wenn man weiß, wie man sie einsetzt bei RimWorld. Zusammenbruch leicht, Travis. Was hat er für Bedürfnisse? Hässliche Umgebung, ja. Ohne Dunkelheit.
Das ist halt ein bisschen blöd. Aber wir werden uns auch hier wieder befreien. Ein Angriff, ich weiß nicht, ob ein Angriff jetzt fatal wäre. Ich meine, Nahkampf habe ich 4. Travis hat nur 1. Ein guter Nahkämpfer wäre schon... hätte einfaches Spiel mit uns. Würde ich jetzt mal behaupten. Und dann ist diese Reise auch so schnell wieder vorbei, wie sie begonnen hat. Aber... ja, man... man wächst an der Herausforderung und möglicherweise hätte ich's. Ich hab's verkackt, weil ich den. Das Spiel schnell vorlaufen hab lassen, glaube ich, mit Tex. Ich glaube, da hätte ich besser reagieren können. Frage ist, ob wir uns die Hühner züchten sollen. Wenn ich jetzt auf meine Tiere gehe, ich... ne, kann ich ja gar nicht. Da gibt's auch... ach doch, ja, schlachten kann ich's. Wir behalten uns natürlich ausschließlich die weiblichen. Denn wir wollen ja ein paar Eier generieren. Rein. Travis, du machst Dächer, oder? Oder nicht? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob Travis hier Dächer macht. Müssen wir gucken. Zonen, Dach erweitern. Hier die Ecke zu. Ach so, ja, okay. Okay, das ist ja. Wir werden jetzt auch die Geräte neu platzieren. Dann haben wir hier auch wieder mehr Platz. Wir brauchen diesen mehr Platz schon auch für mehr Materialien. Das wird jetzt kontinuierlich mehr werden, würde ich mal behaupten. Aber der nächste Step war und bleibt und ist. Was sollten wir hier machen? Langschwert. Und Helme. Wir haben Helme. Wir brauchen den Skill. Das heißt, was ist, wenn wir hier nochmal 5 von diesen Gladius herstellen? Damit Travis sich da ein bisschen durchskillen kann noch. Das soll da einfach mal herstellen. Wir nehmen uns dann die besten Stücke raus. Den Rest verkaufen wir. Dann brauchen wir nicht. Aber ich brauche das Langschwert.
Wenn wir schon nicht mit den Messern umgehen können. Dann nimmt sich mein Küken. Nein, Küken 1 ist tot. Hühnerstall. Schnell. Hallo, Hühnerstall. Die Henne will nicht. Ach, die Henne liegt nahe. Okay. Weil dann würde ich sagen, Travis ist schon so ein Fernkämpfer. Da legt es sich am besten zurecht. Der macht jetzt mal die Gladius-Dinger. Der stört mich da jetzt. Oder wir erledigen den gleich. Komm her, Travis. Wir greifen den an. Der muss weg. Jawohl. So, jetzt. Halifax schaut gut aus. Eine Stichnarbe. Travis hat es schlimmer erwischt. Travis ist in 6 Stunden tot. Natürlich, Travis, du musst dich zuerst heilen. Aber ich mag keine Raubtiere. Tod in 20 Stunden. Fortpflanzungsorgan. Ah ja, interessant. Ah, dann viel Spaß bei der Regeneration. So, das heißt, meine Tiere können wieder raus. Ja, das ist halt, wenn man Tiere frei herumlaufen lässt, ohne sie irgendwie eingezäunt zu haben, dann ist das leider Gottes das Problem, dass halt dann mal ein Wolf kommt und dir einen Küken wegreißt. Das ist ja in der Natur ganz normal. Kann mich dann auch erinnern, wie oft das bei uns passiert ist. Dass wir hatten Enten. Und Enten waren ja sehr beliebt. Travis, du kannst aber schon essen. Wir hatten schon das Problem mit den Greifvögeln in jegliche Richtungen. Wir haben uns da ständig die Enten gerissen. Und dann lag wieder so ein Federhaufen mitten in der Wiese.
Aber es ist also, wenn du die Tiere da frei herumlaufen lässt. Ich meine, die waren schon über Nacht im Hühnerstall und so, aber der hat die untertags einfach so gerissen. Travis ist verwirrt zum zweiten Mal. Oh, wow, wow. Solange jetzt kein Angriff kommt, ist alles egal. Der wird bald umfallen da. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen schauen wegen der Zone, die wir dann hier drinnen auch erweitern. Hühnerstall, ne, das ist eher erweitert. Möbel, wir könnten noch ein paar Tierschlafplätze hineinbauen, damit die Tiere auch wirklich hier drin bleiben. Wenn dann ein Raubtier kommt, weil Raubtiere haben wir, glaube ich, genug. Ja, drei Grizzlies. Drei Grizzlies, das reicht vollkommen. So, wie sieht's jetzt aus, Travis? Der beruhigt sich nicht mehr. Solange die Regeneration weitergeht, ist mir alles egal. Qualität 6. Wie sieht es mit der Erschöpfung aus? Die Stimmung ist am Boden. Er ist immer noch nicht über dem Berg. Musste wirklich vor Erschöpfung zusammenbrechen, oder? Was ist hier los? Okay, währenddessen Travis nicht weiß, was er machen soll, wird Halli hier weiter um Medizin schauen. Und der Medizin ist wichtig. Medizin beruhigt Geist und Körper. Vor allem dem Geist, auch wenn die Medizin nicht hilft, ne? So Placebo-Effekt. Alles schon gehabt. Oh, hier unten. Die beiden werden fertig. Da wäre ein totes Muffalo. Wer hat das gerissen? Der Bär wahrscheinlich. Ja. Der Grizzly hat sich das Muffalo gegönnt. Jetzt gehen wir mal frei. Aber man muss halt auch aufpassen mit den Avataren. Ich meine, wenn sie so lange Wege gehen. Der Grizzly ist da, wenn der Hunger kriegt und auf den Charakter zuläuft, dann ja. Es ist ein bisschen problematisch. So, Travis. Jawohl, das Muffalo wird geköpft. Wir haben wieder Leder. Genügend Leder. Wanderer bleibt. Oh, wir haben einen Frischling. Der Büffel heißt. Titel ist Sozialer Helfer.
Okay. Wir schauen mal. Logbuch, da ist nichts drin. Inventar, der hat nichts, der ist nackt. Bekannter. Ja, wir sind da nicht sehr angetan von ihm. Aber er ist ein sozialer Mensch. Kann kochen, das heißt, theoretisch kann er mich ersetzen. Dann kann ich was anderes machen. Verweigert gewalttätig geistige Arbeit und künstlerisch. Menschliche Rudel, jetzt geht's rund. Tiere in den Hühnerstall, alle bitte, danke. Ein Hase. Und Travis ist draußen. Das ist jetzt alles andere als gut. Egal, bleiben mal bei Büffel. Wir nutzen das jetzt gerade sozial. Bio. Ein Späher und sozialer Helfer. Verweigert geistige Arbeit, künstlerisch und gewalttätig. Künstlerisch ist mir egal. Gewalt, ja, könnte ein Problem werden. Und geistige Arbeit ist mir auch egal. Eigenschaften. Er ist ein Vielfraß. Ist extrem hässlich. Büffel ist unglaublich hässlich. Sein Gesicht sieht aus wie eine Mischung aus dem Bild eines untalentierten Kindes, einem in Formaldehyd eingelegten verstümmelten Fötus und moderner Kunst aus. Andere müssten sich wirklich überwinden, ihn bei einem Gespräch ins Gesicht zu sehen. Ja, das könnte ein bisschen ein Problem werden, aber er ist fleißig. Und das ist ja schon mal richtig, richtig gut. Und er hat Asthma. 35 Jahre alt und er hat auf beiden Lungenflügeln Asthma. Ich meine, Travis reibt sich jetzt die Hände und denkt sich, da könnte man mal mit einer OP rechnen. Aber Travis, so schnell geht das nicht natürlich. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Arbeitsverteilung. Feuerwehr ist auf jeden Fall. Patient ist auch auf jeden Fall. Die Bettruhe muss er auch einhalten. Hilfsarbeit. Das muss er auch machen. Genau. So, Aufsehen muss er nicht. Das macht Travis. Das haben wir schon geklärt. Ja, wobei... Theoretisch, er ist der Soziale unter den Dingern. Dann entlasten wir hier mal Travis. Und werden ihm hier das Aufsehen geben. Das ist nur bei Gefangenen, oder? Ja. Verpflegen und überzeugen von Gefangenen. Und da brauchst du sozial als Fähigkeit. Und die hat er. Da ist Travis schlecht. Das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Die Tierpflege. Da haben wir noch keine Tiere, die wir pflegen müssen. Aber das Kochen nimmt er dazu. Dann wird Halli das Kochen lassen. Und sich um eine andere Tätigkeit kümmern. Ja, hier können wir auch die Tierpflege wegnehmen, weil die haben wir einfach noch nicht. Feldarbeit ist die klare Nummer 1, das ist auch klar. Schmieden, Schneidern, das fällt dann weg. Handwerk fällt weg. Transport und Reinigung. Also ich würde es mal so belassen. Wobei ich sage, da muss Travis nicht mehr reinigen und auch nichts mehr transportieren. Jetzt mal ganz grob geschätzt. Muss aber dennoch Handwerk und Schmieden und Waldarbeit. Waldarbeit nehmen wir ihm auch weg. Das muss er halt alles noch machen. Dann kommt Bauen auf 2. Jagen, wenn ich es befehle, ist die klare Nummer 1. Bauen, wenn ich es befehle, ist die klare Nummer 2. Bergbau ist dann die 3, wenn ich es befehle. Und Schmieden und die Handwerkskunst macht er dann, wenn er die Zeit hat. Genauso wie Schneidern. Forschen kann man dazu machen. So würde ich es machen. Aber er ist halt auf der medizinischen Seite zu Hause. So, wir haben dann einen Hasen, der auf uns zukommt. Der will...
So, Travis ist nicht mehr verwirrt. Gott sei Dank, jetzt muss den Hasen, muss ich halt ich machen. Aber hilft nichts. Den müssen wir auch gleich einstellen. Auf Flüchten. Achso, ja. Der kann nur flüchten. Ist okay. Aber unser neuer Mitbewohner heißt Büffel. Jetzt warten wir noch auf den Hasen. Da kommt er schon. Und Travis geht gleich in den Kampf und hat das Tier erlegt. Jawohl. So eine neue... Oh, jetzt hat er auch noch eine Nahrungsmangelvergiftung. Na. Moment. Nee, das ist Travis. Ach so, Nahrungsmangel. Ich dachte, er hat eine Vergiftung davongetragen. Aber dem ist nicht so. Jetzt brauchen wir, weil wir einen Neuling hier haben. Ich meine, das Gladius, das braucht er nicht. Wir brauchen einen Schneidertisch. Gibt's sowas überhaupt? Ne. Das heißt, ein normaler Arbeitsplatz. Wo wir dann sagen... Wir brauchen, damit der nicht nackt herumläuft. Ein Helm. Wir brauchen. Wooden Boots. Die kann er dreimal herstellen. Was ist Trivial Boots? Trivial Boots. Plates brauchen wir einmal. Genau, und eine Stammeskleidung. Das sind die Aufgaben, die er erfüllen soll. Dann gehen wir, dann machen wir die... Ne, das machen wir dann am nächsten, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. So machen wir das. Die Sonne geht auf. Das ist gut für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.